Das ist alles, was vom rollenden Zuhause der Familie Copeland geblieben ist. Der liebevoll umgebaute Bus steht innerhalb von Sekunden in Flammen. Vater Kyle muss zwei seiner Kinder durch eine Wand aus Flammen tragen. Es ist die einzige Fluchtroute, der einzige Weg zu überleben. Eine Macht hat eingegriffen, eine Stimme hat mir gesagt, los jetzt. Ich weiß nicht, woher das kam, aber meiner Meinung nach hat Gott uns beschützt. Sekunden später explodiert der Bus. Da ist die Familie glücklicherweise draußen, doch teilweise brennen ihre Körper. Die halbe Familie erleidet schwerste Verbrennungen. Wir besuchen ein halbes Jahr nach dem Unglück die Familie Copeland in Las Vegas. Und natürlich schildern sie uns die verhängnisvollen Sekunden, die das Leben der Familie für immer verändert haben. Es war, als würde man in die Hölle schauen. Man hört, wie man bei Feuer schnell reagieren muss. Aber der Bus fing so schnell Feuer. Alles brannte, die Hitze, der Rauch, neben einem die Luft. Die Copelands wirken wie eine normale, fröhliche, aufgeweckte Familie. Doch vier von ihnen haben das Feuer nur knapp überlebt, sind gezeichnet von der Brandtragödie. Besonders der 12-jährige Crew, mehrmals pro Tag werden Salben und Verbände gewechselt. Man schätzt die kleinen Sachen mehr, wir schätzen mehr, zusammen zu sein. Das nimmt man nicht mehr so selbstverständlich nach solch einem Ereignis. Wir sind alle hier, wir haben es überlebt, ich weiß nicht wie, aber wir haben es geschafft. Familie ist alles. Und das spüren wir in jeder Sekunde im Haus der Familie. Wade spielt Basketball im Gang, der kleine Crew karrt eine Hüpfburg heran, die aufgeblasen wird. Es ist ein Haus voller Leben, voller Liebe, voller Freude. Und das ist nur möglich, weil die Hilfsbereitschaft so überwältigend ist. Über eine Spendenaktion auf GoFundMe kommen bisher fast $300.000 zusammen. Helfer schenken ihnen zwei Autos, die örtliche Kirche liefert Mahlzeiten, Nachbarn passen auf die Kinder auf. Es sind so viele Rechnungen, so viele Operationen und Behandlungen, alles kostet. Langsam lässt die Familie die grausamen Bilder der Vergangenheit hinter sich, schmiedet neue Pläne für die Zukunft, auch wenn sie sich derzeit noch von Tag zu Tag hangelt, von Arzttermin zu Arzttermin. Die Kinder werden noch viele Operationen haben müssen. Es wird ein langer Weg der Genesung sein. Crew wird wohl die meisten Operationen haben müssen, da er noch wächst. Crew hat auch schon neue Ziele, endlich nicht mehr zum Arzt müssen und Fahrradfahren ganz ohne Stützräder. Und bei einem sind wir uns sicher, diese Familie, die gemeinsam durch die Hölle gehen musste, gemeinsam können sie alles schaffen.